Eure Geräte im Netzwerk sollten aus Sicherheitsgründen und natürlich aus Komfortgründen immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Wer AVM-Produkte benutzt, kann das Fritzphone benutzen, um sowohl das Fritzphone selbst oder zum Beispiel die Fritzbox zu aktualisieren. Möchte man die Fritzbox aktualisieren oder auf eine Aktualisierung prüfen, wählt man im Fritzphone einfach die Menütaste, geht auf Heimnetz und hier sieht man dann den Punkt Fritzbox-Version. Den wählt man aus, jetzt bekommt man erstmal eine Anzeige, was gerade aktuell installiert ist und mit dem Klick auf Prüfen rechts unten wird der Update-Server kontaktiert und geschaut, ob es eine neue Version gibt. Hier bekomme ich jetzt die Anzeige, dass alles aktuell ist und nichts aktualisiert werden muss. Gibt es eine neue Fritzbox-Version, kann ich das Update hierüber starten. Beachtet, dass die Fritzbox dabei neu gestartet wird und ihr mal für ein paar Minuten kein Internet habt. Möchtet ihr jetzt hingegen das Handgerät, also das Fritzphone C6, was ich in der Hand habe, aktualisieren, geht es ein bisschen anders. Da geht man wieder auf Menü, dann auf Einstellungen und hier gibt es dann den Punkt Software-Update. Ihr seht jetzt hier auch den Punkt Software-Version. Das funktioniert dann analog zur Fritzbox. Wenn ihr Software-Version wählt, könnt ihr einfach auf ein Update prüfen. Ich wähle jetzt hier aber Software-Update. Hier bekomme ich dann angezeigt, dass es eine neue Version gibt. Ich bekomme auch die Änderungen angezeigt, die es zu der Version gab und kann jetzt einfach auf Update drücken. Das Fritzphone selbst ist ja nur per DECT angeschlossen. Das heißt, da ist keine wirklich gute Datenverbindung zur Fritzbox möglich. Deshalb dauert das Übertragen des Updates einige Zeit. In der Zeit das Telefon einfach mal zur Seite legen. Sobald das Software-Update heruntergeladen ist, wird das Fritzphone einmal neu gestartet. Beim Neustarten sieht man dann schon die neue Version. Das dauert jetzt einen Moment länger als üblich und wenn es dann hochgefahren ist, hat man die neueste Version drauf mit allen neuen Funktionen und Fehlerbehebungen. Ja, das Video war jetzt kurz und knackig, ist aber genau das, was man ja laut YouTube nicht machen soll, schlecht für die Zuschauerbindung. Mehr gibt's aber zu der Update-Funktion auch nicht zu sagen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr mir ein Abo dalasst.